So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe den Steffen dabei. Hallo, ihr Lieben. Wir gucken uns heute an Mehrvolk gegen Ghoul-Initiative. Dazu Minka ist eine Ghoul-Initiative. Habe ich mir noch nie gesehen. Da bin ich mal gespannt. Ghoul-Initiative ist ein Deck bestehend aus Mana. Ja. Also 4 Xiamen Spirit Guide, 4 Elfen Spirit Guides, 4 Lotus Petal, 3 Chromox, sowas. Und halt 8 Soullands. Mit den Min-Conditions grüner 4-Mana-Initiative-Dude, roter 4-Mana-Initiative-Dude und Minz-Kombu. Ach so, ja, okay. Doch, klingt aber spielbar. Schöner Start von Mirfog, by the way. Ja, vor allem Challenge auf 0 ins Blaue. Ja, aber der Chromox wurde probiert. Ja, natürlich. Wie man es machen sollte. Ja. Das ist ein Forest, das ist ein Forest. Großartig, oder? Ja, sieht mir überhaupt nichts von. Sieht mir überhaupt nichts von. Das ist wirklich, wirklich schlimm. Ich muss ihn dann auf jeden Fall nicht an Kamera benutzen. Sehr großartig. Ja, das Wasteland. Unten. Tideshaper. Ah, ist jetzt eine Insel. Ist jetzt eine Insel und der hat 2-2. Das. Uff. Paddle ist natürlich nicht so schön. Ja, man muss weiter probieren. Ja. Engine Tomb. Spirit. Und der grüne Mana Dude. Großartig. 3-4. Wachsamkeit, tappen für 2 Mana. Wenn man durch den Dungeon gelaufen ist, kriegt man 6 Mana. Achso. Und man kriegt die Initiative. Ah, das ist natürlich das Wichtigste. Da kommt's vor, so viel Pitch Frame. Das ist schon. Kein schöner Start. Nee, jetzt. Was heißt schöner Start? Also für mehr Erfolg. Ja, für mehr Erfolg auf jeden super. Fall. Jetzt Wasteland hinterher, den Lord von der Hand, Beat für 3. Das ist schon geil, wenn der Gegner nur Inseln hat. Ja. Ja. Was hat er noch außer dem Lord? Den anderen kenne ich nicht. Kein Lord reingetan. Das ist ein Chromox. Hm. Lord. Und der Lord. Hätte man auch so spielen können, ne? Ja. Ah, wobei der andere ist, glaube ich, der den Effekt negiert. Von was? Was natürlich dann da behalten wird. Hm, draw und kurz. Ja, da konnte man nicht mehr viel machen. Ja, das lief nicht so schön. Das war schon ziemlich heftig. Ja, spannend. Sideboard? Gute Frage. Also Ghoul Initiative hat Blast und die gute, wie heißt denn diese Verzauberung? Carpet, genau. Carpet of Flowers. Yes. Mehrvolk, boah, ich habe keine Ahnung, was Mehrvolk hier boarden will. Vielleicht Dressdown, damit keine ETBs passieren? Ja, wäre eine Möglichkeit. Ansonsten, boah, wenig Ahnung. Ich weiß nicht, ob da geht ein Morlock drunter. Merfolk so weit wie Top Orb im Sideboard hat. Trinisphäre. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Dann kommt Force. Ah ja, wow, natürlich. Affe, Red Element, wow. Wow. Ja, manchmal playt er auch schon mal gerne. Ja, aber das ist halt, also das ist ein krasser Start. Vor allem, ich glaube, Initiative hat jetzt noch eine Handkarte. Ja. 2, 4, 6, eine Handkarte. Da muss man sich schon sicher sein, dass die Trinisphäre irgendwie wirtet. Ist wahrscheinlich ein Dude, man sucht einfach nur irgendeine Art von Mana-Quelle. Ja. Kosten die alle 4? Mana. Ja, nee, ich kann's. Ah, okay. Oh, ja, okay. Gigi, Gigi. Genau, Fable of the Mirrorbreaker. Schöne Karte. Ja, yes, sehr, sehr, sehr gute Karte. Schöner dann ist einfach, dass man jetzt auch das Mana nachträglich bekommt, auch wenn man keine Land mehr hatte. Oder hat. Das ist schon nicht schlecht. Ja. Sonst, ich sag mal, vom Punkto Damage ist sie halt sehr langsam. Ja, das ist richtig. Aber der Redraw kann halt noch sehr, sehr schön sein nächste Runde. Yes. Da war kurz ein Call. Ein Call! Da musste der Judge seiner Arbeit nachgehen. Ja, ganz schlimm. Ah, hat keinen Token dabei. Nee, hat keinen Token dabei. Ich habe an dem Tag gar nichts, aber es wird nur noch schlimmer, glaub mir. Es wird wirklich nur noch schlimmer. Ja, man kann ja nicht immer alle Token haben. Nee, man kann nicht immer alle Token haben. Gut. Dann haben wir eine Insel und einen Lord. Nee, kein. Was? Ah, nee, dreimal Trinisphäre. Ja. Und dann geht man wahrscheinlich hauen, kriegt einen Treasure. Man hat nichts weggeworfen, man will beide Handkarten behalten. Ja, anscheinend schon. Oder man hat es vergessen. Weil man ein Trottel ist. Ja, aber man hat den Würfel hochgedreht. Ja, ja.
Ach so. Vielleicht haben wir es vergessen, aber ja. Dann kann ich nicht beurteilen. Ich schon. Das eine scheint ein Land zu sein, oder nicht? Das eine ist ein Elvis Spirit Guide. Elvis Spirit Guide und ich glaube, es ist ein Elvis Spirit Guide Land, ja. Nee, Land hätte man gespielt. Ja, Land hätte man gespielt. Ist es ein Ancient Tomb? Kann es sein, dass es wirklich ein Ancient Tomb ist? Da bin ich mir sicher. Es sieht aus wie ein Ancient Tomb. Ja. Naja, wir werden es vielleicht noch erfahren. Ja. Da ist er. Der Lord. Der Gute. Dann einmal Draw, dann realisiert man hier vielleicht, dass man hätte wegwerfen können und alles wäre kacke und besser geworden. Ja, könnte sein. Dann. Das ist natürlich bitter. Kiki, Jiki. Kam auch nichts mehr nach. Also das Start mit drin ist wäre aber schon gut, aber danach irgendwie kam nichts mehr. Aber zack. Jetzt kommt zwei Damage. Nach. Ja, ein Carpet. Yeah, sehr mehr gut. Mana. Mehr Mana ist mehr genau gut. Genau das braucht man gar nicht. Dann geht man da rein, kriegt das Mana. Ist jetzt die große Preisfrage. Man bietet den Trade an. Boah, ich weiß nicht, was Murfolk auf der Hand hat, weil ich nicht genau da drauf gucken kann. Aber den Trade hätte ich eventuell genommen. Ja, da wird der Elf Spirit Guide gebaut. Mit zweite Main Step. Ja. Man kriegt zwei Mana und baut einen Dude. Man weiß auf jeden Fall, dass das läuft gut, wenn der Elvish Spirit Guide gehabt hast. Also, warum ich den Lord vielleicht als in den Trade reingeworfen hätte, ist, weil der Kiki Jiki sonst Token davon macht. Die Kopien will man eigentlich auch nicht unbedingt haben. Ja, wird da eine Insel draus. Man kriegt halt jetzt echt eine Menge Mana aus dem Carpet. Ab jetzt ist er online, der Kiki Jiki. Ja, Draw, Trigger. Das ist online, das kann jetzt halt richtig eskalieren, wenn man, okay, rotes Mana. Wenn man jetzt drei rote, ein blaues, Chaos Adventure. Oh ja. Dann ist gut. Vor allem, wenn man den jetzt noch kopieren kann, Kiki Jiki, ja. Eine eile Kreatur kriegt, angreift, die casten können. Nee, kann man nicht casten. Doch, kann man casten. So, und jetzt wird es halt peinlich, weil, der Dungeon-Spieler hat sein Dungeon nicht dabei. Natürlich nicht. Unfassbar. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Kein Dungeon, keine Initiative-Token. Wenn nichts. Das ein Foto ist, kannst du denn wenigstens so einen Bearbeitungsmodus anmachen, dann könnte man da seinen Weg wenigstens einzeichnen. Ja, ist einfach auf Browser. Du bist immer schlimmer. Da kann man jetzt zwei Würfel drauflegen. Ja gut, das ist richtig. Genau, hier wird Initiative beziehungsweise der Dungeon nochmal erklärt. Und ja, super, super witzig. Ich muss auf jeden Fall dran denken zu blurren, dass man nicht meinen Pin sieht. Ja, das ist ein gutes Argument. Und ja, dann darf übrigens, man Deck nach. Mein Tipp an alle Menschen, die keine Initiative spielen, kauft winzige Würfel, tut die einfach in eure Würfelbox und Lamalier spielt Initiative. Ja, das stimmt. Dann ist ein Mountain, den man großartig erkennen kann. Ja. Naja, man, das Rot sieht man besser als das Grün. Das Grün könnte halt auch ein Swamp sein. Ne, der Swamp, den sieht man gar nicht. Achso, der ist komplett, der ist komplett unsichtbar. Sehr gut. So, dann haben wir einmal Kiki Jiki, der den Dude kopiert. Es wird immer besser. Ja, jetzt ist. Aber wenn ich Murfolk wäre, würde ich glaube ich schieben. Ja, kriegt man 2 bis 1 Marken auf was. Da wird man wahrscheinlich jetzt den Kiki Jiki Token nehmen, oder? Oh ne. Den. Warum nicht? Spielt keine Rolle, oder? Ich glaube nicht, dass man Fox Spot Removal hat. Boah, ich hätte den Kiki Jiki Token genommen, einfach auf zum Zuhauen mit dabei. Ach so, du meinst den Token, den der Kiki Jiki gemacht hat? Genau, nee, den 2-2 Shaman, den hätte ich genommen. Ah, ja, okay. Doch, ja, das kann ich verstehen. Ja, den Shaman, dann hätte man mit einem 4-4er und einem 5-3er angreifen können, hätte ein Ding bekommen. 5 Damage, Trigger. Ja, Land hat man schon gelegt, bleibt im Exile. Und dann geht das Ding wieder. Das ist schon gut. Ja, ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass der Murfolk nochmal rauskommt. Naja, Murfolk kann sich auf jeden Fall die Initiative holen. Ja. Also das ist gar kein Problem. Man kann jetzt wegen der Insel einfach durchweg angreifen, sich die Initiative holen, auch eine Insel holen. Ja, das Problem ist halt, was der gute Initiative-Spieler macht einfach wieder eine Kopie und hat die Initiative. Deswegen spielt man mal so als Judge nicht mit. Das
Da kommt noch ein Lord. Das kann natürlich jetzt richtig für 5 Damage ins Gesicht knallen, aber... Nee, für... Für 3. Sein ist kein Lord. Ja. Dann geht die Initiative rüber. Da kommt der Würfel. Ach gut, jetzt noch schön das Ding berührt. Großartig. Ja. Gibt es von dem Dungeon auch so eine ganz große Version? Nee, wie von den alten? Von denen nicht. Wunderbar. Es gibt das einzige Dungeon, was gespielt wird, abgesehen von dem einen, den Food Chain, ja. Nee, Food Chain spielt ja auch 2 theoretisch. Nur den dritten. Okay, das wusste ich den, nicht. Den Tomb of the irgendwas nicht spielen. Okay. Du darfst alle spielen, nur den nicht. Also müsstest du den mit dem Licht spielen. Nee, den dürfst du genau nicht spielen. Ja, die spielen alle anderen noch. Außer den. Bei den Licht spielen die? Genau, die spielen den Licht, aber die dürfen diesen Dungeon nicht spielen. Die gehen in den anderen, okay. Ja, die gehen alle anderen nicht in den. Juti, dann. Einmal Copy. Ja. Und dann Schwing für eine Menge. 5 Damage an dich plus den Schwing. Ach stimmt, man kriegt ja noch den Move. Für 5 Damage und dann gibt man Schwingen für. Genau, hat man noch 4 Mana. Ja. Vergessen, 5 Mana. Ja. Oh, Minsk und Bu, ja. Alles klar, GG. Fling. Man hätte doch einfach angreifen können. Angreifen wäre genauso tödlich gewesen. 1-1. 1-1. Ja, ändern wir was im Sideboard? Ich glaube, Initiative will hier was ändern. Ich glaube, du willst die Trinisphäre nicht drin haben. Okay. Also, wenn der Gegner anfängt mit Fiole, ist ja, Trinisphäre halt nicht ja, mehr geil. Ja, ist absolut richtig. Kann man verstehen, ja. Ja. Echt nicht. Da ist Madigan von Meerfolk. Warum die Initiative scheint zufrieden? Ja, scheint aber auch Madigan genommen zu haben. Mhm. Würde heißen, dass das Merfolk den zweiten Maligen genommen hätte, oder? Aber ja. Das wäre doof. Das wäre richtig bitter. Sag mal, vom Prinzip her ist es ja gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass gerade Merfolk Maligen nimmt. Eben wegen den Ätherfiolen. Du willst Ätherfiolen im Deck haben. Ähnlich wie bei Texas. Es ist super wichtig, die Ätherfiole zu haben. Oh, das könnte natürlich auch ein Once Upon a Time sein. Ja, es kann ja sein, dass Google Initiative nur irgendwas hingelegt hat, was sie gleich tun will. Das ist korrekt. Ich glaube nicht, dass man Leyline gebordet hat. Nee, das würde mich auch überraschen. Das sieht nach Once Upon a Time aus. Schub. Also, das sieht super hart nach Once Upon a Time aus. Da hat man Cavern of Souls. Das ist ein Äffchen. Ja, aber dann spielt man den jetzt, den Dude. Ist ein 1-1er. Einmal ein 1-1er. Vanilla, im Endeffekt. Ja. Ja, da ist ein Once Upon a Time. Ist einmal. Genau. Den als ersten Spell spielt, kann man den somit spielen. Wunderschöne ersten. Karte. Ja. Die ich noch nie gespielt habe. Schande über mich. Ja, sehr, sehr große Schande. Aber ich spiele auch nie grün. Ja, grün, ach. Muss ich mir auch was ranholen. Dann haben wir die obersten 5 Karten genommen. Das ist. Ui! Fetchland, beide Initiatives plus Minsk und Bu und den Fable. Den Minsk und Bu und die Fable kann man nicht wählen. Man kann hier zwischen. Oh, das tut aber weh. Sowas will man eigentlich nicht von oben vom Deck weglegen. Ja. Im Normalfall sind das so Starthände, die dann explodieren, wo man dann einfach nur von oben runterlegen möchte. Chromox. Der kommt. Imprint. Affen. Sehr gut. Hat man den Affen einfach mal gemacht. Dann grüner. Okay. Ja, das ist der grüne Initiative, du. Grüne Initiative, du. 3-4. Mit Wachsamkeit. Und. Ich sehe keinen Force. Ich sehe auch keinen, der kommt. Ja. Der kommt. Dann nochmal Handy geblurrt. Und den Dude. Dann. Ups. Erste Marke drauf. Marke ist mein Land. Yes. Search für. Boah, das ist natürlich die Frage. Ja, weil wollte ich dich jetzt gerade fragen. Grün hat man halt mit dem Dude. Aber wenn er zerstört wird, hat man Rot mit dem Affen. Ja, ist richtig. Also ich glaube, das ist besser. Ja, du hast ja beides tatsächlich. Ja.
Und so hat man zumindest das Grün auf der Hand. Da ist noch ein roter Affe auf der Hand. Da geht man durch. Ich glaube, hier erklärt man einfach nochmal. Welche Räume es noch gibt, vielleicht. Sonst noch gibt. Ja, das kann gut sein. Gut, dann noch eine zweite Karte. Das ist nicht schlecht. Da macht man das Ding zu einer Insel. Die Ancient Tomb. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja. Also da kann man auf jeden Fall was machen. Auf der anderen Seite ist ein Red Elemental Blast auf der Hand. Hm. Also man kann es nicht kontern. Nee, aber man kann es zerstören. Richtig. Da kommt eine Marke drauf. Dann go. Dann tappt man. Zieht man eine Karte. Ah ne, man geht erst in den Dungeon, weiter. 2+1, 2+1 Mangel auf den Loot. Das ist schon heftig. 5-6er, der tut schon weh. Ja, ja, das war. Turn 2 wohlgemerkt. Yes. Man hat jetzt immer noch. Boah, man hat noch 5 Mana. Das ist sick. Ja. Das ist richtig sick. Und ich glaube, man hat noch einen Dude auf der Hand, kann es sein. Ich kann es nicht erkennen. Das ist der. Der Morlock. Ja, danke schön. Der gute Morlock, der Tyranid. 3 Mana, 4 Mana. Jetzt ein 4-4er. 4 Mana, 4-4er. Wenn er ins Spiel kommt, fightet er eine Kreatur. Damit ist der blaue Dude auch weg. Ja, interessanterweise, hierbei ist es jetzt so, die Insel ist jetzt keine Insel. Ja. Weil die Insel nur so lange, wie der Tideshaper drin bleibt, eine Insel ist. Ja. Bam. Ja, sonst macht man jetzt Go. Das ist schon eine starke Bot, das ist wieder von cooler Initiative. Ja. Da freut sich auch jemand, ganz minimal ins Gesicht ich glaube, zu das geben. Ist wirklich, ich glaube, das ist wirklich, wirklich gerade ein sehr, sehr gutes Board. Gerade gegenüber 2 kam es, ich glaube, kein Land. Ja, es wurde zumindest keins geglaubt. Das ist ein Bouncer-Dude. Genau. Harbinger of Tides. Ja, aber was baut's bei dir? Also. Den Dude mit den Marken, dann kriegst du halt mehr Initiative, ne? Ja. Dann 5 Damage. Das heißt, ne, du gehst noch nicht durch. Ne, noch nicht. Man hat noch einen Move. Ah, das ist schon Lotus Petal. Dann wird man hier, ja. Ja, wird man vergessen haben, dass das Ding jetzt keine Insel mehr ist. Ja. Dann den Loot, gibt man einen weiter, zieht eine Karte. Kriegt wahrscheinlich gleich noch 2 Schaden, nachdem man es realisiert hat. Und hat das Paddle für umsonst Kopf. Naja. Kann mal passieren. Mein Gott. Ich habe auch schon Konstrukte falsch gezählt. Ja, das stimmt. Von der Stärke her, das ist 4-4. Nimmt man die 4 Damage. Dann go. Dann enter. Ist wieder ein Lord, wieder kein Land. Ja, okay. Ohne Länder macht mehr Volk nicht 4. Das ist richtig. Der ist nicht so gut. Sieht schlecht aus. Yes. Da ist noch ein Morlock auf der Hand. Und ein Red Elemental Blast mit Counter. Uff, das ist stark. Der ist sogar an, ne? Weil du hast, glaube ich, noch einen Affen auf der Hand. Ja, Affen und Red Elemental Blast sind noch auf der Hand. Das ist natürlich richtig. Ja, dann ist das ziemlich bitter. Ja. Genau. Da kriegt man, muss man gerade das noch fixen, dass man noch 2 Damage kriegt. Und das Paddle 5 sonst Kopf hat. Position ist trotzdem so gut, dass es nicht so dramatisch ist. Nee, vor allem, wenn man jetzt in den letzten Dungeon reingeht. Ja. Ich sehe jetzt auch nicht, wie Mehrvolk sich das Ding holen will. Selbst wenn, kriegt man das hier einfach easy wieder. Da sehe ich nicht so die Möglichkeit, rauszukommen. Nee, ich auch nicht. Dann kommt der Dude. Der kriegt 3+1/1 Marken und Hexproof. Ja, kann man mal machen, yes, ne? Von den obersten 10 Karten kommt ein Dude. Da ist ein grüner Dude, da ist ein roter Dude. Da ist ein roter Dude vor allem, ja. Der ist jetzt 8-6. Trampel. Gratis. Wenn er angreift, darf man die oberste Karte seines 6 casten. Ist absolut. Wenn er jetzt durch den Dungeon gelaufen ist. Ich wollte eigentlich vor 20 Sekunden noch sagen, so, aber wenigstens ist es ein faires Matchup. So, faires Kreaturendeck gegen faires Kreaturendeck. Ich überlege mir das nochmal. Nee, Initiative ist wirklich nicht so fair. Vor allem hat man jetzt noch einen Mountain rausgesucht.
und dann hat er gerade gezogen. Ja. Das war alles noch eine Abgib. Jetzt fängt das eigentlich noch ein wirklich das ein Minskumbu. Ja, dann ist es ruhig. Ja. Beat für 7. Da muss man einen von blocken. Ach, der Grüne hat ja noch Wachsamkeit. Ist ja, ja ein Traum. Wachsamkeit und kann getappt werden für Grüne. Ja, deswegen. Ist ja ein Traum. Okay, hier kommt noch ein Dude. Das ist der, der plus 1 gibt und man kann opfern für Countern. Ja, der neue. Quasi neu, ne? Dann wird zweimal Hexcatcher der gebaut, oder sowas. Dann stirbt der Hexcatcher, genau. Dann Damage, stirbt erst der, dann stirbt er wegen dem Damage auf den Marken. Dann 4 ins Gesicht, geben wir noch 2, dann spielt man Minsk und Boo. Wenn der Gegner ausgetappt ist, gewinnt. Und gewinnt. 2-1 für grüne Initiative. Bam, einmal ins Gesicht geflinkt. Den Morlock. Bam. Nicht mal ein Hamster-Token ausgepackt. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.